Haben Sie die Polizei gerufen? Da er ja schon tot ist, handelt es sich nicht um einen tatsächlichen Notfall. Wehe, wenn ich das auf Facebook sehe. Facebook? Ich bin auf Snapchat. Der Kinocast. Hallo und willkommen hier zum neuen Kinocast. Mit mir im Studio ist die Kate. Hallo Kate. Hallo. Und der Chris. Hallo Chris. Moin. Meine Wenigkeit, der Erik. Hallo an alle. Hallo Erik. Hallo, hallo. Hallo Erik. Bei so viel gute Laune haben wir bestimmt einen guten Film mitgebracht aus Sneak Preview. Total. Wir hatten den Film, warte mal, der englische Titel ist viel schöner, der verspricht so viel, was er nicht hält. Moment. Der hieß irgendwie A Happening of Monumental Proportions oder so ähnlich. Ja, genau. A Happening of Monumental Proportions. Deutscher Titel, natürlich wortwörtlich übersetzt, Career Day mit Hindernissen. Von der ewigen Nebendarstellerin Judy Greer gedreht, die irgendwie so gefühlt der weibliche Stephen Tobolowsky ist, der ja auch schon irgendwie in hunderten Filmen mitgespielt hat, aber den kaum jemand kennt. Gut, Judy Greer ist da ein bisschen weiter nach vorne an der Kamera, also die kennt man schon, wenn man sie sieht. Aber hier hat sie ja in Anführungszeichen nur Regie geführt, ihr Regiedebüt gegeben. Und wenn man den Cast liest, kann man schon denken, was einen da so erwartet. Wir lesen Keanu Reeves, Jennifer Garner, wen hat man noch so? Katie Holmes. Katie Holmes, jawohl, Katie Holmes mal wieder. Da waren noch mehr bekannte Menschen. Wer waren da noch? Der eine von... John Cho, von dem wir zuletzt in Searching hatten und aus, die meisten kennen ihn vielleicht noch aus Harold and Kumar, Go to White Castle. Ja, Allison Janney kennt man durchaus auch aus diversen Rollen und Komong spielt die Hauptrolle. Ist das eigentlich ein Rapper? Komong? Ja, ich glaube, wer nur Komong heißt, ist bestimmt ein Rapper. Und ja, Komong hat eine Tochter und bringe ich überhaupt diese komische Story zusammen? Also man muss dazu sagen, es ist auch so eine Geschichte, wo so mehrere Erzählstränge parallel nebenher laufen. Alles läuft halt auf diesen Career Day in der Schule zu und eine von diesen Nebengeschichten ist die des Herrn Daniel, gespielt von Komong, der ja seine Tochter, um die er sich ganz liebevoll kümmert, weil seine Frau ist irgendwann verstorben vor einiger Zeit, und er kommt dann auf Arbeit und da fängt schon alles sehr seltsam an. Da ist so zum Beispiel die Kaffeeküche abgesperrt, weil da wohl irgendwas passiert ist, und dann finden Befragungen statt auf der Arbeitsstelle vom Sicherheitsdienst, wer die Kaffeemaschine denn sabotiert hätte. Das wird dann wirklich wie so eine CIA-Ermittlung durchgeführt. Und der Komong hat einen neuen Chef bekommen, der erstmal da richtig aufräumen will in der Abteilung. Und da kommt ihm das natürlich gerade recht, dass da jemand die Kaffeemaschine sabotiert hat. Also muss ja irgendwo ein Quertreiber da sich unter der Belegschaft befinden. Und der unterstützt das dann natürlich. Die Geschichte in der Schule ist eigentlich so eine Geschichte, die könnte Chris auch durchaus mal erzählt haben. Es wird nämlich eine Leiche gefunden auf dem Schulgelände und die wird erstmal im Lehrerzimmer versteckt. Wie immer, wie das halt so üblich ist. Ja. Fällt dann den meisten Lehrern, die da reingehen und mal schnell ihren Kaffee oder Kuchen holen, weil fällt das gar nicht auf, dass da ein Toter sitzt. Das erinnert mich auch, da gab es mal eine wahre Geschichte, dass jemand in so einem Büro-Cubicle einfach gestorben ist und den hat einfach irgendwie wochenlang keiner entdeckt, weil da saß halt einfach so, ist halt während der Arbeit verstorben, so mit den Händen auf der Tastatur noch, und alle haben gedacht, ja, der macht was und saß halt da. Also so ungefähr ist es hier auch, da sitzt halt einer im Lehrerzimmer und alle laufen an ihm vorbei und denken so, ja, okay. Und die rufen dann die Polizei, die sagen, sie kümmern sich nicht, weil der ja schon tot ist. Oder nee, warte mal, wie war das? Nee, Rettungsdienst, und die sagen, nee, der ist ja schon tot, den brauchen wir ja nicht mehr retten, fahren wieder weg. Polizei will sich auch nicht so recht kümmern und irgendwie läuft das dann so eine Pattsituation raus, dass die Leiche natürlich bei diesem Career Day, wenn wirklich fremde Leute in die Schule kommen,
soll die Leiche natürlich da nicht mehr irgendwie einfach so rumsitzen, sondern soll halt vorher irgendwie noch versteckt werden oder weggebracht werden. Die nächste Nebengeschichte, ist eigentlich erstaunlich, wie viel ich mir von diesem Müll gemerkt habe. Die nächste Nebengeschichte ist von dem Musiklehrer, war das der Musiklehrer? Der ja, eigentlich ja, der Musiklehrer. Rockmusik-Ambitionen hatte, die er aber über Bord geworfen hat, zugunsten seiner Musiklehrerkarriere. Und er gerät so ein bisschen in so eine existenzielle Krise, weil seine Freundin, Frau hat ihn verlassen und ja, er ist dann total deprimiert. Und die weitere Nebengeschichte, mit der die vom Musiklehrer sich dann ein bisschen verzweigt, ist, dass ein neues Kind an die Schule kommt. Und dieses neue Kind hat es halt dort auch erstmal sehr schwer, weil sein Vater ist mit ihm immer viel rumgereist, geschäftlich, und konnte halt nie so richtig Wurzeln schlagen irgendwo und ist jedes Mal immer wieder der Neue in der Klasse, der sich irgendwie durchsetzen muss und gegen etablierte Klicken da ankämpfen muss. Und habe ich jetzt noch irgendeine von diesen wirklich wichtigen Nebengeschichten vergessen? Nee. Nee, ne? Das waren sie schon. Was? Ich bin eingeschlafen. Ja. Da war ja auch wirklich nichts dabei, wo man gesagt hat, boah, das ist jetzt mal eine interessante Geschichte oder so. Nee. Ja, letzten Endes geht es dann darum, dass sich irgendwie alle dann ja mehr oder weniger bei diesem Career Day in der Schule treffen und that's it. Das ist der Film. Und ich weiß nicht, wie mit welchen Mitteln Judy Greer es geschafft hat, zum einen hier diesen Cast, den ich erwähnt hatte, überhaupt zusammenzubekommen oder diese Leute aufs Plakat zu bekommen, so Keanu Reeves, Jennifer Garner und so weiter. Wenn man das hört und die Filmfirma, ich folge der Filmfirma nämlich jetzt auf Instagram, weil ich den Filmverleiher auch verlinken wollte, als ich gepostet habe, was wir in der Sneak hatten. Und da habe ich den Account gefunden und folge denen. Jetzt haben die gerade just vor wenigen Tagen haben sie mit diesem Poster von dem Film Werbung gemacht und dann nennen sie nur natürlich die Top-Namen, die aber im Film so gut wie keine Rolle spielen, weil es ja nur Cameo-Auftritte sind und die sind wirklich irgendwie völlig daneben teilweise, also das ist ja wirklich, hätten sie sich schenken können, das ist eher eine Beschädigung von der Karriere von den Leuten, dass die hier in diesem Film aufgetreten sind. Und dieser Common ist noch mit der vielleicht am bekanntesten ist. Der hat halt auch wirklich eine Hauptrolle. Alle anderen, die man so liest, die man kennt vom Namen her, die sind völlig unter ferner Liefen. Die spielen im Film eigentlich keine Rolle. Die im Film eine Rolle spielen, die Namen kennt man nicht. Und die haben auch größtenteils eher so Laienspiel-Theater-Niveau. Und ach, ist irgendwie ganz, ganz furchtbar. Ich will eigentlich über den Film gar nicht weiter reden. Wollt ihr darüber noch was sagen? Du hast ja den ganzen Film eh schon verraten. Oh, ich habe ihn verraten. Nee, ich habe das Ende und nicht verraten. Welches Ende? Er springt vom Gebäude. Jetzt hast du es auch verraten. Ja. Nein, er springt. Nein, das stimmt doch gar nicht. Er springt nicht. Ich wollte es nicht ganz verraten. Er springt doch. Das ist was Falsches, okay. Bewusste Fehlinformationen streuen. Ja. Das ist nicht schlecht. Ja, der war einfach nur schlecht. Da kann man gar nicht mehr sagen. Der war komplett unnötig. Der wieder mal eine Schule, die total deppert dargestellt wird, was ich nicht verstehe, warum das jedes Mal der Fall ist, dass irgendwie die Schulen immer die Deppen sind. Irgendein Boss, der da jetzt hinkommt und sagt, er will die Firma umkrempeln und da einen riesen Delikt draus macht, dass er eine Kaffeemaschine kaputt gemacht hat und dann auch noch Leute deswegen entlässt, habe ich komplett überhaupt gar kein Verständnis dafür. Aber ich habe auch kein Verständnis für dieses komische Kind, was der immer der Neue an der Schule ist, komplett hanebüchene Geschichte, habe ich überhaupt nicht verstanden, warum man daraus einen Film gemacht hat. Verstehe ich nicht. Und ich verstehe auch wieder mal den deutschen in Anführungsstrichen Titel nicht, weil, also entweder wir machen einen deutschen Titel oder wir lassen den Originaltitel, aber jetzt mixen wir ein Mischmasch aus Career Day Englisch mit Hindernissen Deutsch. Könnt ihr es einfach lassen, Leute? Lasst doch einfach die Filme bei ihren Originaltiteln. Fertig. Ende Gelände. Das hätte ja keiner verstanden, wahrscheinlich. Und außerdem der Originaltitel, der verspricht wieder viel zu viel. Da denkst du, oh, klingt nach einem
nach einem Indie-Projekt, was da irgendwie vielleicht so ein bisschen eine gewisse Schärfe und Satire drin hat. Während der deutsche Titel, der klingt genauso scheiße, wie der Film auch ist. Also von daher haben sie alles richtig gemacht. Ey, ich möchte noch ganz kurz erwähnen, wenn der Hauptdarsteller, der diesen Film, glaube ich, tragen soll, also come on. Das schreibe ich auch mal bei Rocket League, wenn meine Leute nicht mitziehen. Come on. Ja, wenn du den spielen siehst und feststellst, dass Tommy Wiseau der bessere Schauspieler ist, dann weißt du, was das für ein Film ist. Ja, hätte man lieber Tommy Wiseau. Ja, Tommy Wiseau deutlich besser gespielt als Common. Die Rolle gegeben. Ja, definitiv. Mhm. It's bullshit, I did not hit her. I did not. Oh, hi Mark. Ja, da hätte wenigstens noch ein bisschen einen lustigen Effekt drin gehabt, aber ne? Ja. Aber ich muss mal selber nochmal durchlesen, was ich hier als Kritik geschrieben habe bei uns in der Facebook-Seite. Der Film ist eine riesige Mogelpackung in ein Festival der verschenkten Möglichkeiten. Die Namen auf dem Plakat sollen Zuschauer ins Kino ziehen, aber Vorsicht, dieser Film ist eher ein Lehrstück für Filmstudenten, wie man es nicht machen sollte. Erstens, unsäglich schlechtes Timing der Witze. Es sind entweder Rohrkrepierer oder werden zu Tode geritten. Das stimmt. Ich habe mich da so mit dieser Leiche da und das war so furchtbar. Die Leiche hat geatmet. Das muss man auch dazu sagen. So schlecht getimt. Es gibt mehrere Szenen, wo man sieht, wie die Leiche atmet. Okay. Unfassbar miese Szenenkombination und Personenplatzierung. In Klammern, hat hier überhaupt ein Regisseur oder eine Regisseurin Anweisungen gegeben? Es war teilweise so, dass Personen, die sich mit jemandem unterhalten haben, einfach mal den Sichtweg der Kamera blockiert haben und mit Personen gesprochen haben, die nicht zu sehen waren. Also schlimmer kann man es ja nicht machen. Das kann ja jeder, der mit seinem Handy filmt und irgendwie auf der Familienfeier was filmt, der sorgt dafür, dass irgendwie alle im Bild sind, um die es gerade geht. Also, ist furchtbar. Banales, generisches, zusammengeklautes Drehbuch. Ja, da war ja alles drin. Immer Ärger mit Bernie war da drin. Da war Nick Hornby drin mit A Long Way Down, wo die auf dem Dach stehen. Da war ja irgendwie alles zusammengeklaut, aber schlecht geklaut. Aber wirklich schlecht. Also nur so gewisse Anhaltspunkte und dann irgendwie versucht, sich da lang zu hangeln. Soundtrack. Ich weiß nicht, Kate sagte hinterher, ihr hat das so gefallen. Ich habe am Anfang nur ein Lied mitgekriegt. Das fand ich das so war lala. Halt so angenehm, und am Schluss, so. In den Score war noch ein Lied, in den Titles war noch ein Lied und sonst war ja gar nichts. Das war wirklich wie so Urlaubsvideo. Irgendwie nichts drin. Ja, vielleicht fand ich deswegen nicht schön. Verheizte Cameo-Darsteller, die nur zum Name-Dropping dienen. Ja, das hatten wir schon erwähnt. Komong als Hauptdarsteller, merkst du selbst, ja. Der trägt halt keinen ganzen Film. Ich habe heute kam eine Fernsehwerbung von Microsoft mit Komong in der Hauptrolle, also Hauptrolle, wenn man es so nennen will. Ich fand die Werbung schon scheiße. Ich will auch nicht mit dem ganzen Film gucken. Ach nee. Hast du aber. Ja, ich habe durchgehalten. Ja. Die Qualität der restlichen Darsteller und vor allem der Kinder hat Laientheaterniveau. Stimmt, also ich habe lange keine so schlechten Kinderdarsteller gesehen, der das nun so spielen soll, wie er dann neu an die Schule kommt und man kauft sie mir irgendwie in keinem Moment ab. Der ist trotzdem irgendwie der Kleine, weil der macht sich da plötzlich an dieses Mädel ran, ja, und eigentlich sagt er so, oh, ist ganz furchtbar, dass ich immer überall neu hinkomme. Ich habe solche psychischen Probleme dadurch und nein, dann schmeißt er sich als erstes ans Mädel ran und will von ihr gleich wissen, ob sie mit ihm geht und das hat er nicht zusammengebracht. Also meines Erachtens gehört dieser Film nicht ins Kino und ich weiß nicht, wer da auf die Idee gekommen ist. Wahrscheinlich hat dieser Filmverleiher Kinostar oder wer das war, die haben geguckt, so irgendwie, die haben drei Namen irgendwie erkannt, aber an sich sitzt da wahrscheinlich irgendjemand völlig Ahnungsloses, der liest dann, Keanu Reeves, cool, Jennifer Garner, ja, nicht schlecht, ey, hallo. Und den können wir kriegen, den Film, warum wollten die anderen den nicht? Die sind ja alle doof, wir nehmen den mal, jetzt zeigen wir es denen aber, ja. Ungefähr genau so läuft es. Ja, also ich glaube, da muss mal ein bisschen Filmkompetenz rein, da in diesen Verleih, weil ich kann mich erinnern, wir hatten schon mal irgend so einen Totalausfall da in der Sneak von denen. Meine Güte. Eieiei. Also das, und wenn man hier schaut auf Moviepilot zum Beispiel, da ist so eine einhellige Meinung, dass er wirklich ganz, ganz mies ist. Also, und da sind auch schon Meinungen hier von vor 2 Monaten drin, die den wahrscheinlich auf irgendwelchen Festivals gesehen haben. Also hätte man als Filmverleiher durchaus mal gucken können, wie ist denn da die allgemeine Stimmung zu diesem Film oder was denken da andere drüber? Nee. Also,
Und für mich ist das auch kein Debütfilm von einem Regisseur oder einer Regisseurin, wo ich jetzt hier besondere Rücksicht walten lasse. Nein, wer es schafft, hier solche namhaften Leute zu gewinnen für den Film und wo offensichtlich auch ein Budget da war, das zählt für mich nicht mehr als so ein Debütfilm, als ein eigenes ambitioniertes Projekt, sondern das ist wirklich irgendwie ein kalkuliertes Ding gewesen, da war Budget drin und dann hätte man es wirklich besser machen können und müssen. Also da gebe ich wirklich keinerlei Credit für irgendwas anderes, was ich irgendwie neuen Regisseuren zugutekommen lasse. Nee. Also bei mir hat der Film, ist der durchgefallen. Ich habe da einen Punkt, glaube ich, gegeben in der Sneak-Gruppe, wenn ich da richtig bin. Ja, ein Punkt. Ja. Wenn ich richtig sehe, ihr beiden auch. Ja. Ja, ja. Ich meine, schlechter geht immer, aber nicht mehr arg. Und ich möchte wiederholen. Also, vom Gefühl her wird das der schlecht bewertete Film dieses Jahr bisher. Ja. Wenn ich mir die Wertungen angucke, hat einer 7 gegeben, alles andere ist drunter. Der hat wahrscheinlich gedacht, es wäre eine 1 auf dem Handy. Manche haben da einen komischen Font gewählt, da bei ihrem Samsung oder so, so einen komischen Comic Sans Font oder so. Ich wiederhole aber nochmal, was ich weiß nicht, während oder kurz vor Ende des Films oder nach dem Film gesagt habe, ein Hai hätte dem Film gut getan. Dann hätte man wenigstens gedacht, oh, hoffentlich erwischt den Typ da zuerst. Ey. Oh ja, cool, den hat's erwischt. Ja. Also da wäre noch dieser ganze Effekt drin gewesen, der jetzt hier leider nicht drin war. Naja, ja. Hoffentlich kommt morgen was Besseres. Kate, wie sieht's denn da, Chris erstmal, wie sieht der Tipp aus? Und Kate, was ist denn bis jetzt so getippt worden? Der Tipp, jetzt muss ich ganz kurz nochmal nachschauen. Der Tipp ist einfach nur Become a Killer. Okay. Genau. Und der Erik hat zweimal getippt, aber ich lese jetzt erstmal den Tipp von der Lara vor, weil da würde ich mich sehr freuen, wenn der kommt. Und zwar nur ein kleiner Gefallen. Der ist mit Anna Kendrick und, wie heißt sie denn, Blake Lively, wo die Blake, die tut so ein ganz seltsames Leben führen, ganz geheimnisvoll und will auf keinen Fall fotografiert werden und bla bla bla. Und und die Anna Kendrick, die freundet sich so mit ihr an, weil ihre Kinder in den gleichen Kindergarten gehen oder sowas, oder in die Grundschule. Und die Blake Lively bittet sie um einen kleinen Gefallen, und zwar mal auf ihr Kind aufzupassen. Das Problem ist, Blake Lively kommt nicht zurück. Spoiler! Ja, darum geht's doch in dem Film, wo ist die abgeblieben, du Hälfte. So, und wer weiß, wenn die irgendwie so ein geheimes Leben führt, vielleicht ist die ja ein Killer. Und irgendwie auf so, ne? Könnte ja sein. Könnte ja zum Tipp passen. Und dann hast du noch getippt, Assassin's Nation und Mandy. Ja, also Assassination. Ist ein ziemlich cooler Film, der schon, ich glaube, auf diversen Fantasy-Filmfesten, glaube ich, lief. Jetzt vertippe ich mich gerade. Stimmt, da steht da Assassination Nation. Assassination Nation. Oh, ich finde es gerade nicht. Und die Suchfunktion, die hilft mir gerade nicht. Poster sieht geil aus. Die Filmbeschreibung sah auch irgendwie ganz lustig aus. Dann der Mandy, der lief auch auf dem Fantasy-Filmfest. Der neue Film mit Nicolas Cage, der hat so einen relativ kleinen Start hier in Deutschland bekommen, weil der soll auch ziemlich hart sein, der Film. Da geht es darum, dass Nicolas Cage einen verzweifelten Typen spielt, der versucht, irgendeine Sekte zu unterwandern, weil die Sekte, die ist wohl für den kaltblütigen Mord an irgendjemand verantwortlich, den oder die er geliebt hat, und er wird dann quasi zum Killer. Und da geht es wirklich ab, also Kettensägen und alles, also richtig hart. Deswegen hat er auch nur einen relativ kleinen Kinostart bekommen. Und ja, mal schauen. Den würde ich tatsächlich gerne sehen, trotz Nicolas Cage oder vielleicht gerade deswegen. Und in der Sneak, ich glaube, so einen Horrorfilm hat man lange nicht. Und ich meine, Halloween steht Nicolas vor der Tür. Cage. Aber Nicolas Cage? Ja, ich glaube, der soll im Film aber echt gut sein. Also meinst, ich habe ein paar gehört, die haben den Film auf dem Festival gesehen, waren da sehr, sehr angetan. Mhm. Ja. Guck mal, was uns dann morgen erwartet. Vielleicht stimmt ja auch wieder alles nicht, was wir hier hatten. Und es kommt irgendwas ganz anderes. Irgendein ambitioniertes Projekt einer bisherigen Nebendarstellerin oder bisherigen Nebendarstellers, der meint, er müsste jetzt hier mal tätig werden. Und zum Thema Horror-Oktober habe ich ja auch noch einen Film geschaut im Heimkino. Heimkino. Nämlich ein Film, den ich schon länger mal auf der Liste hatte, von denen, die ich sehen wollte, mit nämlich Don't Be Afraid of the Dark.
Deutscher Titel: Fürchte dich nicht im Dunkeln. Regie hat Troy Nixie geführt. Der hat, glaube ich, bis dahin noch nichts gemacht und hinterher auch nichts mehr. Die Produktion hat aber Benicio del Toro, Guillermo del Toro, Entschuldigung. Jetzt habe ich die beiden gerade durcheinander gebracht. Also Guillermo del Toro, der bekannt ist für, was weiß ich, Pan's Labyrinth oder sowas, der hat hier mit produziert und auch mit für die Effekte gesorgt. Und Hauptrolle spielt Guy Pearce, den ich immer noch sehr, sehr angenehm in Erinnerung habe von Memento. Und Katie Holmes, deswegen hatte ich den jetzt auch tatsächlich mal geguckt, weil ich dachte, ich gucke mal einen Film an mit ihr, weil in dem Film, den wir jetzt hatten, hat sie ja nicht so richtig überzeugt. Und den hier, Don't Be Afraid of the Dark, hatte ich auch noch nicht gesehen. Den wollte ich immer mal gucken und der ist vor 8 Jahren ungefähr entstanden, ich glaube, so die Drehe. Und dachte ich mir, mal gucken, was er so in der Zwischenzeit zwischen Dawson's Creek und Career Day mit Hindernissen so zustande gebracht hat. Don't Be Afraid of the Dark ist, kann man kurz zusammenfassen, ein Haunted House Thriller. Und es wird am Anfang erstmal gezeigt, wie dieses Haus oder was da in der, ich glaube so im Mittelalter oder sowas, wie da irgendwelche Leute drin gelebt haben und wie dann jemand wirklich so ganz verrückte Verbrechen begeht und da irgendwelche Leuten da die Zähne zieht und die Zähne sammelt, weil da irgendwie so ein Troll lebt in diesem Haus. Ganz unten natürlich im Keller, wo so eine Art Heizungsschacht ist, der dann irgendwie nach unten führt und da geht er immer hin und spricht mit diesem Wesen und das Wesen will, dass er irgendwelche Zähne besorgt und das macht er dann auch und kommt dann aber auch selber dabei um, gleich in der Anfangsszene. Und dann macht der Film so einen Cut, dann kommt doch erstmal so die Titles und dann sind wir eigentlich in der Jetztzeit. Und da ist es so, dass Guy Pearce zusammen mit Katie Holmes dieses Haus gekauft haben und sie wollen, sie haben so diese Strategie, dass sie immer so alte, abgefuckte Häuser kaufen, die herrichten und dann verkaufen mit Gewinn. Also die haben so eine Mischung aus Innenarchitekt, Architekt und sie ist so ein bisschen künstlerisch veranlagt, dass sie da auch so Bilder aussuchen. Also sie sind so im High-Level-Segment unterwegs und das ist halt so eine alte Villa und die wollen sie eben herrichten. Sie haben auch eine Tochter mit dabei, eine kleine Tochter und wie es dann halt so kommt, irgendwann hat sie böse Träume und das Böse kommt dann auch so langsam in ihr Zimmer rein und sie entdecken dann auch diesen Keller, der da zugemauert worden ist, dann irgendwann im Mittelalter und begeben sich natürlich, sonst wäre es kein Film, in diesen Keller rein. Und dann geht es wieder richtig los, ne? Also die ganze Story ist okay gewesen. Es war jetzt nicht so der riesen Nägelkauer-Film. Vor allem die Effekte, den hat man halt doch schon ein bisschen angemerkt, dass sie irgendwie 8 Jahre alt sind und vielleicht war da auch das Budget nicht das allergrößte. Ich will jetzt nicht versuchen darzustellen, wie diese Trolle oder was dann ist, wie die aussahen. Das kann sich dann jeder selber mal anschauen, der möchte. Ich will es niemandem vorwegnehmen. Ansonsten, in Horror Oktober hat es schön reingepasst. War eine gruselige Grundstimmung mit diesem verfluchten Haus da, wo irgendwas Komisches drin ist und gerade so diese bei solchen Filmen ist ja immer so, die spannendsten Szenen sind eigentlich immer, bis man rausfindet, was dahinter steckt. Und das hat der Film eigentlich ganz gut gemacht. Spätestens dann, wo man es dann wusste, dann kam so ein bisschen so diese üblichen Horror- und Gruselfilm-Genre-typischen Szenen, so was weiß ich, Kind guckt unters Bett und kriecht unters Bett, weil sie irgendwas sucht und so, diese typischen Sachen. Oder man guckt so vom Bett mit Kopf über unters Bett so und dann kommt irgendwas raus und so. Also diese ganz typischen, diese ganz typischen Szenen waren da drin. War aber insgesamt ganz nett, aber der Regisseur hat schon seinen Grund, weshalb man vorher von ihm nichts gehört hat und hinterher nichts gehört hat. Also das ist nicht der große Wurf, den er hier gelandet hat. Trotz, dass er hier gute Darsteller hatte und mit Guillermo del Toro durchaus einen erfahrenen Produzenten. Aber hätte durchaus mehr werden können. Also für mich vielleicht so, sagen wir so 7,5 von 10. Also hat aber gut in Horror Oktober reingepasst, fand ich. Hat Spaß gemacht. Katie Holmes spielt auch hier, hat eine richtige Rolle, nicht wie in dem anderen Film.
das war's bei mir erstmal. Wer mir übrigens auf Instagram folgt, ich gebe fast jeden Tag irgendwelche Filmtipps zum Thema Halloween und Horror-Oktober hier aus meinem Fundus. Vielleicht ist ja irgendwas dabei, was ihr noch nicht kennt. Einfach mal Instagram Kinocast gucken. Gibt's auch jedes Mal einige Kommentare, bin ich immer sehr überrascht drüber. Da kennen viele wahrscheinlich wirklich irgendwelche Filme noch nicht. Habt ihr noch irgendwas Filmmäßiges geschaut? Schweigen im Walde. Nein, weil, wie gesagt, das Problem war ja dann, dass Red Dead Redemption jetzt rauskam. Ja, dazu kommen wir später. Das hat ja auch cineastische Qualität, habe ich gehört. Aber dann machen wir. Durchaus. Ja. Dann gucken wir erstmal, was jetzt in Charts so passiert ist und was bei den Neustarts los ist. Und dann kommen wir gleich zu den anderen Themen. Kinocharts und Neustarts. So, erstmal die Stuttgarter Charts. Da ist Platz 10, Gänsehaut 2, gruseliges Halloween. Ist das was für dich, Kate, zweiten eigentlich? Teil? Hä? Ja. Da gibt es einen zweiten Teil? Klar. Hatten wir sogar schon drüber gesprochen. Da. Irgendwie. Ja. Der Trailer sieht ganz nett aus, muss ich echt sagen. Ja, der erste Film war ja auch ganz nett. Stimmt. Aber das sind jetzt neue Leute, habe ich gehört. Naja, dann ist er doof. Nicht mehr die vom ersten. Ah. Das ist ja blöd. Platz 9 ist Wuff, Platz 8 ist Ballon. Oh, es leben die Filmtitel mit nur einem Wort. Wuff, 8 Ballon, 7 Halloween, 6 Smallfoot. jetzt weicht das System wieder auf. Der Vorname, Platz 5. A Star is Born, Platz 4. Die Unglaublichen 2, Platz 3. Und Platz 2 ist Venom. Und Platz 1, Johnny English. Man lebt nur dreimal. Sieht es eigentlich in den USA aus? Gibt es da irgendwas Neues? Da ist Halloween auf Platz 1, na klar. Star is Born 2, Venom 3 und Goosebumps 2. Gänsehaut. Auf Platz 4. First Man ist da Platz 5. Und jetzt schauen wir doch mal, was diese Woche so anläuft. Hier am 1.11. in Stuttgart. Der Nussknacker und die vier Reiche. Da hatte ich ja schon mal den Trailer gesehen. Der hat im Kino richtig gut gewirkt und das wirkt für mich fast so, als wollen sie da irgendwie so mehrere Filme draus machen, aus diesem Thema oder in dieses Universum angesiedelt, fast wie diese, hier, wie heißt das, Snow White and the Huntsman and Huntsman and the Ice Queen und sowas, so ähnlich, so von der Art her. Regie hat Lasse Hallström geführt, der ja durchaus da erfahren ist, Morgan Freeman dabei, Keira Knightley, könnte gut werden. Mandy läuft an. Den hatten wir ja gerade kurz besprochen. Nicolas Cage kommt für einen ultra-brutalen Metal-Rache-Thriller aus dem Ruhestand zurück und hackt sich mit der Kettensäge durch Motorraddämonen. Oh, das ist ja eine gute Zusammenfassung hier. Touch Me Not mit dem goldenen... Not. Not. Touch Me Not. I did not. Mit dem goldenen Bären ausgezeichnetes Langfilmdebüt von Adina Pintilie, die sich experimentell und semi-dokumentarisch mit Intimität und Sexualität befasst. Was ist denn bitte semi-dokumentarisch? Also quasi Amateurporn. Ah, okay. Danke. Blew My Mind, Coming-of-Age-Drama, erlebt eine Teenagerin Mia eine drastische Metamorphose, als ihr Körper sich selbstständig in etwas Neues verwandelt. Oh, hat das Anleihen von Kafka oder was kommt da? Was muss man da erwarten? Okay. Klingt witzig. The Cake Maker. Ist das der neue Superheld? Nein. Kennt Liebe, Staaten oder Geschlechtergrenzen? Drama über einen deutschen Konditor, der in Israel der Witwe seines verstorbenen Geliebten näher kommt. Was haben wir noch? Das läuft nicht. Rampant, ein Martial Arts Zombie-Film. Der Train to Busan-Macher wird Südkorea im 16. Jahrhundert von lebenden Toten heimgesucht und nur die besten Schwertkämpfer überleben. Oh, den hätte ich gerne das nie gehabt, ey, der wäre bestimmt cool gewesen. Train to Busan ist richtig lustig. Ja. Nur ein Tag in Berlin. Zwei alte Freundinnen treffen für einen Tag und eine wildere Nacht in Berlin aufeinander. Ein Drama zwischen Partybetrug und den Abgründen der Hauptstadt. So, und dann. Dokumentarfilm? Nee, da läuft nicht. Das läuft noch. Oder ist keine Beschreibung. Nefroschenui. Russischer Film.
soll heißen Unforgiven. Weiß nicht, worum es da geht. Wahrscheinlich wieder was mit dem großen Krieg oder so. Wie immer bei den, oder häufig bei russischen Filmen. Naja, dann sind wir eigentlich schon durch mit den Kinostarts und Kinocharts und den Neustarts. Und da werfen wir doch erstmal einen Blick in die Serien, bevor wir zum Hauptteil kommen, dann Red Dead Redemption. Hey! Serien. So, dass dieses Chilling Adventures of Sabrina, dass das kommt, habe ich schon auf Netflix irgendwie, da haben sie ganz schön Werbung dafür gemacht. Ja, du, und ich liebe die Abkürzung. Die Abkürzung für Chilling Adventures of Sabrina ist übrigens Chaos. Bei dir verfängt das ja immer solche Werbung. Du guckst es dann immer gleich komplett, ne? Ja, das Problem ist ja, dass ich ein bisschen kränklich angeschlagen bin und deswegen sehr viel in meinem Bett rumliegt. Und dann liegt halt das Tablet dabei, ne? Und dann muss man halt auch mal ein bisschen eine Staffel am Tag gucken oder so. Was ja natürlich nicht so schwer ist, denn diese Serie hat, die Netflix-Serien haben immer relativ wenig Episoden, in diesem Fall 10. Und kurz, worum geht's denn? Jeder oder die meisten von euch kennen die 90er-Serie Sabrina total verhext mit Melissa Joan Hart. Damals eine Art Sitcom. Jetzt nicht mehr ganz so Sitcom-artig, denn es geht um Sabrina Spellman, die in einem beschaulichen Örtchen namens Greendale wohnt, das ganz in der Nähe von Riverdale ist, wo zum Beispiel diese andere Netflix-Serie spielt namens Riverdale. Und dort lebt diese Halbhexe Sabrina zusammen mit ihren Tanten Hilda und Zelda und ihrem Kater Salem in einem sehr großen Haus. Und unter diesem Haus ist eine Leichenhalle. Denn die sind in dieser Art oder in dieser Version dieser Geschichte nämlich Bestatter. Was natürlich ganz gut passt, weil die sehr makaber selber sind. Neu in dieser Konstellation ist ihr Cousin Ambrose. Der hat ziemlich fiese Taten als Hexer verbracht und hat deswegen Hausarrest vom Rat der Lords und Ladies oder was wie das immer da heißt, bekommen und wohnt jetzt in diesem Haus und arbeitet für die für Familie und darf das Grundstück nicht verlassen. So, und er hilft Sabrina so ein bisschen, sich auf ihren 16. Geburtstag vorzubereiten, denn wenn eine Hexe 16 wird, wird die satanische Taufe gefeiert. Das bedeutet, sie wird getauft und muss sich in das Buch der Monster oder Biester oder sowas, glaube ich, eintragen und verschreibt ihre Seele und ihr Leben dem Satan. Weil Hexen sind böse. Das ist einfach so in dieser Art der Welt und dieser Art von Geschichte. Das Problem dabei ist, dadurch, dass sie halb sterblich ist, findet sie nicht alles so ganz gut, was die Lords da so vorhaben und was die so wollen. Und sie will eigentlich auch nicht ihr Leben dem Teufel verschreiben und nur wenn der dann sagt, bring mal diesen Sterblichen um, das auch tun, weil sie hat sterbliche Freunde, sie hat einen festen Freund, der ist ein Sterblicher, das ist der Harvey und so. Und jetzt versucht sie rauszufinden, wie kann sie denn dieser satanischen Taufe entkommen, wie kann sie Hexe sein und gleichzeitig trotzdem noch ihre sterblichen Freunde und ihre Schule und alles behalten. Das ist so die Grundstory. Ich möchte auch gar über dieses Grundstory gar nicht hinausgehen, denn hier passiert noch einiges mehr. Und was ich an dieser Adaption der Geschichte toll finde, ist, dass sie keine Sitcom ist. Es ist gruselig, es ist blutig, es ist teilweise sehr eklig und es ist einfach spannend. Und mir hat es richtig Spaß gemacht, das anzugucken. Weil ich grundsätzlich von der Story um Sabrina Spellman immer schon Fan war. Ich gucke auch immer gerne noch die alten Folgen von der Sitcom. Was ich hier besser auch finde, ist nicht, dass die Geschichte um den Kater, denn in der Sitcom in den 90er Jahren war Salem ein Zauberer, der irgendwas angestellt hat und dann verbannt wurde, irgendwie 100 Jahre als Katze zu leben. Und er hat dann immer mit ihr geredet und so.
Hier ist es so, dass Hexen einen dämonischen Begleiter haben und da die Dämonen sich ja nicht in öffentlicher Gestalt zeigen dürfen, nehmen sie die Gestalt von Tieren an. Das heißt, jede Hexe hat ein Tier, das ihn begleitet und das ihn beschützt. Und hier ist es eben eine Katze für Sabrina. Und die, es gibt auch welche, die hat einen Raben und eine hat eine Schlange und so. Aber die sprechen nur in der Tiersprache miteinander. Ja, also, und auch nicht wirklich viel. Hier ist wirklich der hilfreiche Kumpane, und der ihr auch beiseite steht und auch mal das eine oder andere, den einen oder anderen Zauberspruch verrät, ist tatsächlich ihr Cousin. Also der wird tatsächlich diesmal menschlich dargestellt, nicht wie in der Sitcom, wo es dann immer die Katze war. Ja, ansonsten, Mitte der Staffel wird es mal kurz ein bisschen, jetzt könnt ihr mal wieder auf die Grundgeschichte zurückkommen, ja. Und ansonsten, mir hat Spaß gemacht. Ich finde es schade, dass es nur 10 Folgen sind. Ich mag sowas einfach. Und auch das Ende der Staffel hat mir sehr, sehr gut gefallen. Wir nehmen am Dienstag die nächste Folge auf, hier Fortsetzung folgt. Und da steht das auch mit auf dem Zettel. Ich habe das aber noch nicht geguckt. Mal schauen. Ja, muss mal reinschauen. Also mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Also man muss schon, denke ich, 2 oder 3 Episoden mal gucken, um reinzukommen. Wer das nicht vorher kennt, also wer die Grundstory nicht kennt, also wer nicht weiß, warum Sabrina dort lebt und wer ist Harvey und so, das kommt halt alles im Laufe der Geschichte, kommt da das ich mehr, keine Zeit mehr dazu. Und mehr zu tragen. Das muss ja, natürlich nicht. Das muss mich aber in der ersten Folge catchen. Ich fand die erste Folge schon ziemlich cool. Ja, da muss es mich erwischen. Die anderen haben es noch nicht geguckt, hier stehen noch keine Bewertungen drin für die Serie. Mhm. Wir hatten aber, also ich fand sie wirklich sehr gut. Ich habe jetzt bis jetzt noch keine großartigen Kritiken gehört oder gelesen, weil ich mir das eigentlich diese Stimmung auch nicht verderben will, die die Serie bei mir hinterlassen hat. Ne? Kommen halt auch dann die Freunde von ihr, die kämpfen dann auch mit einigen Problemen, wo sie dann versucht, mit ihrer Magie zu helfen. Mir hat es sehr gut gefallen. Mehr kann ich dazu jetzt nicht sagen, weil ich glaube, es gibt bestimmt genug Leute, die haben viel daran auszusetzen. Kann ich mir gut vorstellen. Ja, ich sage ja gar nichts dagegen. Ich sage nur, ich muss noch gucken, aber ich schaffe nur eine Folge, und wenn es mich da nicht reißt, dann weg. Weil ja, aber ich glaube, also die erste Folge ist schon ziemlich fett. Gibt es eigentlich zu viel. Und die anderen Sachen, die noch auf dem Zettel stehen, ist noch Charmed. Da muss es irgendwie eine neue Auflage geben. Ja. Und The Haunting of Hill House. Ja, da habe ich schon angefangen zu gucken. Ja. Aber habe ich mir noch kein genaues Bild gemacht. Ich sage nur so viel, eine davon ist relativ gut bewertet worden bei den anderen und eine relativ schlecht. Ich sage jetzt nicht, welche. Charmed ist wahrscheinlich ganz mies. Da müsst ihr in die nächste Folge reinhören. Meine Schwester hat Charmed schon gesehen. Ganz mies. So, Chilling Adventures of Sabrina. Jo, das war es also dazu mit den Serien. Ich habe gar keine Serien irgendwie weiter geguckt, aber ich bin gespannt, was der Chris über ein bestimmtes Game sagt. Games. The floor is yours. The floor is mine. Okay. Red Dead Redemption 2 ist jetzt da. Und ich habe im Vorfeld lang überlegt, oder was heißt lang überlegt? Ich so, ja, mal gucken, vielleicht blablablub. Und dann kam es durch einen Zufall, wirklich durch einen Zufall, durch eine Steuerung von außen, dass ich in ein... Oh ja, vielen Dank dafür. Für die Prost. Prost. dass ich in einen Elektronikfachmarkt meines geringsten Misstrauens gegangen bin. Und da stand dieses Spiel dann tatsächlich rum, und dann hat es 55 Öcken gekostet. Und da habe ich gedacht, ja komm, da machst du jetzt nicht so viel kaputt. Deinen Ausweis zeigen, dass du es kaufen darfst. Nein, musste ich nicht. So jung sehe ich nicht aus. Und dann bin ich raus aus dem Laden, habe noch meinem Rektor eine Nachricht geschickt und boah, ich habe es jetzt doch geholt, und also du Penner, warum hast du mir nicht eins mitgebracht? Das heißt, ich bin nochmal in den Laden hinein und habe noch ein Exemplar gekauft, welches ich dann in der Schule vertickt habe. Darf ich gar nicht laut sagen. Hast du dem Verkäufer dann gesagt, tut mir leid, ich habe irgendwie Demenz oder sowas? Habe ich eben das Spiel schon gekauft? Ja, ich bin aber wirklich an eine andere Kasse gegangen. Die Installation dauert halt extrem lange, aber es lohnt sich extremst. Meine Güte, was Rockstar da abfeuert an einem Spiel. Also es ist quasi GTA im Wilden Westen mit Pferden und Cowboys. Kann man so böse sagen. Es ist herrliche, eine richtig riesige Open-World-Map. Alles, was man macht, hat irgendwelche Konsequenzen. Also es
kann sein, dass wenn du irgendwelche überfällst oder irgendjemanden versehentlich über den Haufen schießt, dass die Angehörigen anfangen, dich zu jagen. Und zwar aus dem Nichts kommen die dann plötzlich und dann wollen sich rächen. Oder du kannst so viele Entscheidungen treffen, du musst so viel Zeug nebenher machen. Und die Detailverliebtheit, es ist absolut verrückt. Du stehst quasi mal an einem kleinen Teich oder so, guckst dich um, plötzlich guckst auf den Boden, siehst du einen Frosch wegspringen. Dann schwimmt eine Schlange durchs Wasser, dann ist da was, dann hat es ganz viele Tiere, dann musst du hier das machen, dann musst du das tun, dann da wieder Details. Die Grafik ist für die PlayStation der Wahnsinn. Also wirklich, finde ich wirklich der Wahnsinn. Gut, die Gesichter könnten ein bisschen schöner animiert sein und alles, aber das ringsherum, wie der Wald aussieht und alles, unfassbar toll. Also wirklich unfassbar toll. Und ja, was soll ich sagen? Ich bin noch nicht so arg weit. Ich habe jetzt, glaube ich, von der Story vielleicht so ja, hochgegriffen, rund 20% geschafft. Aber es gibt ja, wie gesagt, so viel zu erleben. Ich weiß gar nicht, wo es noch hingehen soll und wie es noch weitergehen wird. Deswegen, aktuell ist auf meinen Charakter ein Kopfgeld ausgesetzt von $300, weil ich einen Kumpanen befreit habe aus dem Knast und wir das halbe Dorf niedergeschossen haben. Und niederschießen mussten, weil der hat einfach angefangen. Und wie gesagt, ich hab da schon die besten Sachen einfach auch geschafft. Ja, es ist, weil ich am Anfang noch Probleme mit der Steuerung hatte, habe ich zum Beispiel gestern noch einen blinden Mann erschossen, aus Versehen. Also ich bin auf den zugelaufen, so blind, und der so, oh ja, hier, ich bin blind, und oh, man kann doch einem armen, alten, blinden Mann, den kann man doch mal helfen, und bla bla bla, und ich laufe hin und will mit ihm reden, ja, und stattdessen, dass ich mit ihm rede, habe ich ihn halt mit meiner Schrotflinte in den Hinterkopf geschossen. Das ist echt ein bisschen hart. Gott sei Dank hat es keiner gesehen, weil auch da ist es, wenn du gesehen wirst, dann rennen die Leute zum Sheriff, dann geht es da wieder los und du kannst dann auch Leute natürlich catchen, die da unterwegs sind, um dich zu verpfeifen, was ich jetzt vorher auch wieder gemacht habe, weil ich zum Beispiel auch wieder in eine Schlägerei verwickelt wurde und ich habe nicht angefangen. Ich muss gleich dazu sagen, ich habe nicht angefangen. Das ist wichtig. Für mich ist das sehr wichtig. Also der Typ hat angefangen, auf mich einzuschlagen und daraufhin habe ich mich einfach gewehrt, habe ihn natürlich umgehauen, weil, na, ich bin halt gut. Und Ergebnis ist, dass mein Hut auf dem Boden lag und ich wollte meinen Hut aufnehmen und habe versehentlich den Hut vom anderen genommen und dann stand nebendran ein Typ und hat geschrien, oh, ein Dieb und rennt los und will mich verpfeifen und ich stehe da so, Alter, ich habe nur den falschen Hut genommen. Und dann musste ich dem hinterher und musste ihm wirklich zweimal auf die Nase hauen, bevor er dann wirklich kapiert. Also du kannst auch probieren, mit dem zu reden. Also ich habe zuerst mit ihm geredet und das war ihm dann scheißegal, ist er trotzdem weitergegangen. Dann habe ich ihn auf den Boden geworfen und habe ihm zwei Dinger verpasst. es ist wahnsinnig cool. Es macht wirklich Spaß. Also ich hätte es nicht gedacht, dass auch Holzhacken so viel Spaß machen kann. Und ja, also ich kann es echt nur empfehlen. Bislang ist es eins der Top-Spiele für mich in diesem Jahr und so ein typischer PlayStation 4-Titel, wo man sagen kann, okay, dafür könnte sich so eine Konsole wirklich lohnen. Ja, mal sehen, da wird das wahrscheinlich noch so ein Rockstar-Titel sein, der da rauskommt, dann vielleicht nochmal irgendwie das nächste GTA und dann kommt die neue Konsolengeneration. Ne? Weil, ja. Ich glaube, viel mehr geht auch nicht mehr auf der Konsole, was so Grafik und alles angeht. Völlig ausgereizt dann. Wenn ich so durchaus. Ich habe die Videos gesehen hier, die haben ja alle angefangen, hier gleich live zu streamen, ne, als es bekommen. Ja, das ist halt. Es gibt da so ganz arg viele GIFs und Videos auch schon. Das ist auch extrem witzig einfach. Ja. Aber gut, wie gesagt, lohnt sich. Hatte der eine bei Rocket Beans hat er erzählt gehabt, der hatte bei dem vorhergehenden Red Dead Redemption. Es gibt dann irgendwie so eine Funktion, so eine Art Zeitlupenfunktion, da kannst du mehrere Ziele markieren und dann schießt der eins nach dem anderen ab. Dead Eye, ja. Ja. Und da hat er gemeint, da hat er wohl so eine witzige Szene gehabt, dass er in diesem Zeitlupenmodus war und er hatte vorher irgendwie sein Pferd verloren gehabt, ist dann irgendwie so rumgelaufen, hat das Pferd gesucht, nicht gefunden und dann war irgendwas und er musste in diesen Zeitlupenmodus gehen und mit seinem Gewehr auf verschiedene Ziele. Und hat angefangen, die Ziele zu markieren. Und während dieser Zielmarkierung läuft sein Pferd von der Seite in sein Schussfeld rein. Er sieht es noch so und das Pferd sieht ihn auch mit großen Augen, wie er das Gewehr auf das Pferd. Und er hat dann irgendwie alle Schüsse in den Kopf des Pferdes. Er konnte es ja nicht mehr abwenden oder so, weil die Funktion war irgendwie schon gestartet oder so.
Und das läuft halt von der Seite genau vors Gewehr. Und ja, das fand er wohl so lustig. Ja, ich habe leider keine, ich weiß nicht, ob das dann vielleicht auch irgendwann mal auf dem PC erscheint, aber Rockstar ist ja da mal ein bisschen, die wollen ja erstmal richtig Kohle machen mit denen, die das auf den Konsolen kaufen, weil sie natürlich wissen, dass viele auf dem PC, dass da viel Schindluder getrieben wird. Ich würde es mir auch sofort kaufen eigentlich jetzt, um es auch mitzuspielen, aber ich würde mir jetzt keine Konsole extra dafür holen. Da, aber finde ich schon cool. Ich glaube, das vorhergehende gab es da auf dem PC. Ich kann mich erinnern, dass ich das gespielt habe. Ich glaube, ja. Also ja. Ich habe das erste nicht gespielt. Aber jetzt halt, wie gesagt, das zweite, puh, das fetzt ganz gewaltig rein. Ja, da kannst du dir das erste ja auch nochmal bestimmt kaufen, dann, damit du da auch nochmal eine Idee bekommst, wie das war. Ja, das braucht. Redemption 2. Er muss irgendwie gemeint, wenn man streamt, haben sie noch so als Hinweis gegeben von Rockstar selber. Ach nee, Entschuldigung, das war nicht das. Habe ich gerade verwechselt mit Fallout 76. Da haben sie nur gesagt, wenn man streamt, soll man das Pip-Boy-Radio ausschalten, wegen GEMA. Da haben sie einen guten Hinweis gegeben. Aber bei Red Dead Redemption hast du bestimmt kein Radio. Nee, aber sehr, sehr lustig teilweise auch die Musik, wo dann teilweise läuft. Also es, wenn ja. Dann schon, es gibt auch so in deinem Lager zum Beispiel, kannst du, da läuft dann auch mal klassische Musik, weil irgendjemand klassische Musik hört und so. Deswegen ist schon cool. Ja, ist sehr cool. Ja. Sehr schön. Haben bestimmt auch einige von unseren Hörern das Spiel, weil da gibt es ja einige Konsolenspieler bei uns. Und da würde ich mich mal freuen, was ihr dazu schreibt. Dann schauen wir mal noch weiter, was hier so an Mails eingegangen ist. Briefkasten. Oder überhaupt an Nachrichten. Ich weiß, es ist eine Nachricht eingegangen auf einer vorhergehenden Sendung, da muss ich jetzt noch mal ein bisschen zurückgehen, aber ich gucke erstmal bei der letzten Sendung, bei der Vorname und was hat man noch so? 400 Days, Shark Lake und so weiter. Da hat der Nikolas hatte geschrieben, ein paar Infos zum Arrowverse, also zu dem Universum von Arrow Flash, Legends of Tomorrow und Supergirl. Brandon Ruff spielt natürlich nicht den Flash, sondern Captain Atom. Ja, stimmt. Aber ich hatte es irgendwie hatte ich den mit der Serie Flash dann in Erinnerung. Stimmt. Danke für den Hinweis, Nikolas. Er tritt in dieser Rolle zunächst bei Arrow auf, später auch bei Flash und ist letztendlich eine der Hauptfiguren bei Legends of Tomorrow. Katie Lotz spielt zunächst die Black Canary in Arrow. Später ist sie als wiedergeborene White Canary ebenfalls ein Hauptcharakter. Ich hoffe, das war jetzt kein Spoiler oder so. Und Brandon Ruff hatte zudem seine erste große Kinorolle als Superman in Superman Returns. Danke für die ganze Aufklärung betreffend Brandon Ruff. Der Martin hatte mich auf einen Fehler hingewiesen, weil ich hatte da irgendwie ein Sternchen da, Wrong Turn, aus Versehen 0 eingetragen. Dabei hatte ich natürlich 4 gegeben. Mit den Augen von heute, muss man dazu sagen. Und ich habe gelesen, jetzt gibt es irgendwie nochmal so eine Spezial-Super-Duper-Uncut-Version. Da gibt es ja diese Firma, wie heißen die, Turbine oder so ähnlich, die alten Sachen nochmal neu rausbringen, nochmal neu abtasten. Und die Version soll wohl ziemlich toll sein. Vielleicht wäre das mal ein Blick wert. Die Steff hatte noch was an den Chris geschrieben. Chris, bist du eigentlich wieder da? Nur mal kurz. Ich bin wieder da, ja. Hallo. Chris, du hast ja den kompletten Film gespoilert. Das was geht doch nicht. Sie hatte der Vorname auch in der Sneak und wusste davon nichts. Und daher war das für sie eine unerwartete Wendung. Was denn? Ich nehme mal an, das, was ich auch als Spoiler vermutet hatte, ich will es nicht nochmal wiederholen, aber dass bestimmte Sachen dann nicht so sind, wie man erst denkt. Genau, weil das war nämlich im Originalfilm auch eine ziemliche Enthüllung, den ich da gesehen hatte. Und als der Chris das dann einfach so beiläufig erwähnt hat, ja, okay. Das hast du wieder alles verraten. Sie fand den Film sehr witzig und die Schauspieler sehr gut. Man hat schon gemerkt, dass auf einem Theaterstück basiert. Jeder Charakter hatte seine Zeit, wo er etwas mehr im Vordergrund ist. Allerdings ist das vor allem Christoph Maria Herbst, das verlagert sich zunehmend im Laufe des Films. Erik, also ich hatte ja befürchtet, dass 1:1 der französische Film bzw. das Theaterstück ist. Das ist allerdings nicht der Fall, denn es kommen sehr viele aktuelle politische Anspielungen. Ja, das war in dem anderen Film halt auch und das ist auch im Theaterstück halt auch. Aber ich sag mal so diese prinzipiellen, da gibt es ja immer so
dass die Gespräche sich in bestimmte Richtungen entwickeln. Dann geht es um den einen und um den anderen und was da passiert ist und so. Ich dachte, diese Grundprämissen, die werden schon überall gleich sein. Ja, der Endmonolog war ja etwas zu theatralisch und sie gibt 8 von 10 verlorene Schlüssel. Dann der Supergoofy, der fand Jack Ryan auch sehr kurzweilig und hat's auch eher durchgebinged. The Punisher hat er auch gesehen, ganz okay gefunden, dachte aber zu Beginn der Serie, dass es sich um einen Superhelden handelt. Ja, das habe ich irgendwie auch. Es gab auch mal diesen Film The Punisher, wo da wirklich so ein tougher Typ dann immer alle möglichen vermöbelt hat, die irgendjemand anders böse mitgespielt haben. So hatte ich das eigentlich auch in Erinnerung. Das ist halt in der Serie irgendwie nicht ganz so. Chris, hattest du da schon mal reingeschaut, nachdem wir da drüber gesprochen hatten oder noch nicht geschafft? Ne? Red Dead Redemption fordert deine ganze... Ich bin nur bei RDR2. Jetzt bist du übrigens sehr leise, aber das kann ich hinterher rausholen. Ist besser als dieses Rauschen, was vorhin war. Jetzt besser? Ich glaube ja, ein bisschen. Wie heißt denn da die Stadt? Wenn wir, dann muss ich nicht immer sagen, Red Dead Redemption, kann ich gleich sagen. Du begibst dich nach... Da gibt es mehrere Städte, deswegen. Pattonville. Valentine. 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 Okay, dann war noch ein Kommentar zu einer vorhergehenden Folge und da muss ich dem Kommentator wie verrückt danken. Das war zur Folge 535, wo wir Juliet Naked hatten. Und da ist mir ein Film eingefallen, weil der Chris hatte was von dem Film erzählt, wo dann auch irgendeine Bedrohung ist und so. Und da ist mir so ein Film in den Sinn gekommen, wo ich nicht mehr wusste, wie er heißt. Dieser Miracle Mile. Und da schreibt nämlich der MMEXX. Miracle Mile ist bei Turbine erschienen. Und da kann man entspannt bei der Blu-ray zugreifen, beziehungsweise in dem Shop von denen. Und das habe ich auch tatsächlich getan. Ich habe es allerdings nicht über den Link bestellt, den er gepostet hat, sondern bei Amazon, da war es 1 Euro billiger. Und ich bin ja Prime-Kunde, da zahle ich keine Versandkosten. Und da habe ich es am Montag schon. da wäre ich Miracle Mile, die Nacht der Entscheidung, hieß der, glaube ich, im deutschen Zusatztitel, werde ich mir da nochmal anschauen. Weil wenn das sogar hier bei diesem speziellen DVD-Verleiher da nochmal neu aufgelegt wurde, ich glaube, dann findet das mehr als nur ich gut, diesen Film. Zumindest habe ich ihn gut in Erinnerung. Ich habe ihn jetzt ja ewig nicht gesehen. Na, wenn ich dann habe, kann ich euch mal ausleihen, die Blu-ray, wenn ihr möchtet. Yeah. Große Freude auf der anderen Seite. Man hört es raus. Bringt ja schon wieder so einen alten Schinken hier, den nur er gut findet und wir müssen uns hier durchquälen. Naja, das war's soweit mit den Kommentaren, die hier so eingegangen sind. Ist bei dir eigentlich irgendwas eingegangen, Kate, hier so, deine E-Mail-Adresse, die war ja immer ganz gut frequentiert hier. Nee. Naja, dann schaue ich mal, was so bei Amazon gekauft wurde über die Affiliate-Links hier auf kinocast.net, wer uns da unterstützt hat. Rambo, First Blood, Uncut. Oh, gleich mal gucken, was das für eine Version ist. Blu-ray. Ja, der erste Teil, der ist noch richtig gut. Und da kann man nämlich feststellen, wer keine Ahnung von Filmen hat, wenn die dann nämlich sagen, oh, Rambo ist doch alles dieselbe Scheiße und so. Ah, nee, der erste Teil, der ist nämlich noch ganz anders. Sollte man mal gesehen haben. Was ist das? Prim Patches für Bügeln. Gott, was ist das denn? Ach so, das sind solche, wenn der Ärmel irgendwie ein bisschen durchgescheuert ist an irgendeiner Jacke, da gibt es hier solche Patches, die man dann oben drüber bügeln kann. Flicken heißt, ja, okay. Oh, Chris, hast du dein Jackett ausgebessert? Natürlich, mein Kordjackett. Ja, also als Lehrer ist das eigentlich ein Muss. Ja, das ist ja quasi eine Uniform, klar, der Lehrer, oder? Natürlich. Und unten drunter noch... Muss. Alles andere geht nicht. Also. Unten drunter noch ein kariertes Hemd mit lila und braunen Karos, oder? Natürlich. Ja. Unbedingt. Hier hat jemand bestellt einen LAN-Adapter für die Switch. Also quasi, was man das USB von der Switch reintut, damit man richtig normales LAN nutzen kann, weil normal hat man ja nur WLAN. Ich dachte, da steht jetzt einer daneben. Ja, da schaltet die Switch an. Habe ich übrigens auch so einen LAN-Adapter. Stand jetzt gerade da. Steht bei dir auch jemand neben dran? Nee, stand jetzt gerade da, wo ich geklickt habe, stand da. Sie haben diesen Artikel am so und so vielten bestellt. Weil das bringt nämlich echt was. Der Unterschied von WLAN gerade so in Richtung Ping und Latenz und sowas.
Nochmal Flicken für Jeans, meine Güte, ja, hat ja jemand ganz viel hier. Die drei Fragezeichen, irgendwas, Buch wahrscheinlich. Revenge, Blu-ray. Revenge, Rache kann tatsächlich. Serie? Ja, glaube ich. Es gibt eine Serie, die heißt Revenge. Das sieht aber nach einem Film aus, weil hier steht Spieldauer 113 Minuten. Ja, es gibt auch einen Film. Das sieht nach einem Film aus hier, 113 Minuten. Matilda Lutz, Kevin Janssens, Regisseur Coralie Forget. Ab 18 Jahren, lief auf dem Fantasy-Filmfest, steht hier noch drauf auf dem Cover. Oh, hier, Beschreibung. Die atemberaubende Jen, ja, kann ich bestätigen hier, also die Bilder, die Fotos hier, genießt ein luxuriös romantisches Wochenende in der Villa ihres reichen Lovers Richard, oder vielleicht, wenn es ein französischer Film ist, Richard, als dessen Geschäftsfreunde zu einem unangekündigten Jagdausflug auftauchen. Oh, ich ahne Schlimmes. Im Verlauf einer lockeren Party steigert sich die Spannung unter den Anwesenden ins Unermessliche und entlädt sich in der brutalen Vergewaltigung Jens. Um den Vorfall zu vertuschen, wird sie von Richard wahrscheinlich eine Klippe in den sicheren Tod hinuntergestoßen. Doch unglücklicherweise für die Männer hat Jen den mörderischen Sturz überlebt, schwer verletzt und aufgespießt von einem Baum. Ach du Scheiße. Das vermeintliche Freiwild rettet sich blutüberströmt in die Wüste, versorgt ihre Wunden und macht sich nun unerbittlich auf die Jagd nach ihren Peinigern mit nur einem Ziel, Rache. Ist ja so ein typischer, es gab ja mal so ein ganzes Genre, nannte sich Rape and Revenge Thriller. Also wenn das kein Rape and Revenge Thriller ist, ja. Klingt interessant. Boah, hier sieht man ein Bild, wie es auf dem Baum aufgespießt ist. Das hat die überlebt. Schick mal. Schick mal, warte. Ich benutze es selber. Warte, ich schick's dir auf Skype hier. Da, das Amazon-Ding, da musst du nach ein bisschen nach unten scrollen. Warum steht denn da jetzt da Bot-Check? Hast du den Link? Klappt das? Ja, ich glaube ja. Schon, oder? Musst nach unten scrollen, unter der Filmbeschreibung. Da ist ein Bild, okay, wie die auf dem Baum aufgespießt ist, wie... warte mal, also das... Kennt ihr... Ihr kennt doch bestimmt Cliffhanger, oder? Den Film mit... Ja. Und da gibt es so eine Szene, wo er den einen auf diesen Stalaktiten oder Stalagniten da aufspießt, so pff, zack, so genau in der Mitte. So ungefähr ist es hier auch. Oha. Wo man sich echt fragt, wie hat die das überlebt? Aber es ist halt ein Film, ne? Ist halt ein Film, ja. Aber ich glaube, der sieht ganz interessant aus. Ich glaube, den werde ich mal gucken. Aber ich sag dir eins, ich hätte schon lange diese Ohrringe abgenommen. Die Ohrringe? Die stören doch nur. Aber das war bestimmt vor der Vergewaltigung. Ich glaube, die hat sie nach der Vergewaltigung nicht mehr dran. Nein, die ist doch dann hinterher total eingesaut und hat sie immer noch an. Auf dem einen Bild mit der Waffe. Ach, tatsächlich. Da hat sie immer noch an. Na gut, vielleicht sind das ihre Glücksohrringe. Meine Güte. Ja, Mensch, da ist ja alles Sex, Gewalt und gute Laune. Da ist ja alles dabei hier bei diesem Film. Würde mich ja interessieren, wer das bestellt hat, Revenge. Kann ja mal er oder sie mal sagen, ob der cool ist, der Film. Muss ja, sonst würde er. Du hast gerade nicht gesagt, Sex, Gewalt und gute Laune. Doch, weil da gab es eine Filmreihe. Ja. Da gab es eine Filmreihe, die heißt Sex, Gewalt und gute Laune. Ja, tatsächlich. Ich mach gleich ein Instagram-Foto hier. Ich habe die nämlich hier. Da waren nämlich Amateurfilme, die Filmstudenten gedreht haben. Und die waren echt cool. Gab es damals auf VHS. Habe ich noch hier. Werde ich vielleicht irgendwie mal digitalisieren oder so. Da sind echt ein paar ziemlich gute Schätze dabei von teilweise mittlerweile bekannten Regisseuren. So, ich habe es schon mal hierher geholt. Ich mache das dann nach der Sendung gleich. Jawohl, was haben wir denn noch hier? Death Wish 3, The Oath, die komplette erste Season. Ach, was war denn das für eine Serie? Worum ging es denn da? Kate, weißt du das? Wie heißt die? The Oath. Der Schwur, glaube ich. The Oath. Boah, nee, sagt mir gar nicht. Aber sagt das irgendwie was? Ich klicke mal drauf. Vom Produzenten Curtis 50 Cent Jackson. Oh, das ist doch ein Qualitätssiegel. Eine Serie, die von 50 Cent produziert ist.
Die Actionserie The Oath handelt von der geheimen und korrupten Welt von Banden innerhalb der Polizei. Als Bandenanführer der Polizist Tom, gespielt von Sean Bean, nach einem Gefängnisaufenthalt freikommt und seinen Job in seinem alten Police Department wieder antritt, nehmen Spezialermittler des FBI die Polizeigang ins Visier. Die Mitglieder haben sich aber geschworen, die eigenen Reihen vor allen Gefahren zu schützen, um jeden Preis. Das sieht lustig aus. Bis jetzt noch keine Bewertung bei Amazon. Der eine ist aus Game of Thrones. Das muss ja auch nichts Gutes heißen. So, Mensch, ach hier, und was ist das noch? Summer of 84, das war doch, glaube ich, so ein, ach nee, ich verwechsel es gerade mit der Klasse von 84. Das ist dieses Remake von Die Klasse von 1984, hat jemand bestellt. Würde mich interessieren, ob der gut ist. Vielleicht auch mal in die Kommentare schreiben. Naja, dann sind wir eigentlich schon durch mit dem, was hier so bei Amazon bestellt worden ist. Wenn ihr uns unterstützen wollt, wie gesagt, Amazon nutzen oder oben bei Danke für eure Unterstützung klicken auf kinocast.net. Da findet ihr diverse Möglichkeiten, was ihr tun könnt. Ansonsten freuen wir uns auch immer sehr über Kommentare. Das war ja in der letzten Woche sehr zahlreich. Vielen Dank dafür. Oder ihr könnt auch, wenn ihr bestimmte Fragen habt an Mitglieder unseres Teams hier, dann auch direkt eine E-Mail schreiben, wenn ihr nicht möchtet, dass das hier alle lesen können als Kommentar. Zum Beispiel an die Kate, also kate@kinocast.net, an den Chris, chris@kinocast.net und meine Wenigkeit könnt ihr euch zusammenreimen, eric@kinocast.net oder auf twitter@kinocast, instagram@kinocast und wir sind jetzt auch auf Spotify zu finden. Da gewinnen wir jetzt auch gerade immer neue Hörer, habe ich festgestellt. Schöne Grüße an alle, die uns über diese Plattform hören. Das Einzige, was schade ist bei Spotify, also ist alles ganz cool und so. Und das Einzige, was schade ist, wenn ihr uns über Spotify hört, ihr habt die Kapitelmarken nicht. Das heißt, wir haben ja immer so bestimmte Kapitel, wo man dann auch mal springen kann, wo man sagt, ach, der Film interessiert mich jetzt nicht oder so. Und natürlich auch diese einzelnen Bilder für die einzelnen Kapitel habt ihr leider bei Spotify nicht, habe ich festgestellt. Aber naja, dafür könnt ihr es einfach so locker flockig hören. Ja. Habt ihr noch irgendwas? Nö. Hunger. Hunger, Hunger, ja, Hunger. Durst. Und zurück nach, essen. Zurück in dein Dorf da. Ein Whisky trinken und... Ja, ich lass den Outlaw jetzt wieder losreiten. Terrence Hill Pfanne machen. Erstmal essen. Ich habe letztens ein schönes Rezept gefunden für so eine Terrence Hill Pfanne hier mit diesen gebackenen Baked Beans und so, ne, mit Speck drin. Und so. Boah, das klang voll lecker. Jetzt so ein richtig schönes Herbstgericht. Ja. Kannst du ja an Chris machen, wenn er da wieder mal... Nee, bei uns gibt es heute Steak mit Bohnen und Ofenkartoffeln. Das mit Bohnen und Ofen, das klingt auch sehr nach Wilden Westen, finde ich. Texas und so. Ja. Dann lasst euch schmecken. Wir sehen uns vielleicht alle zusammen morgen. Mal gucken, ob alle durchhalten, gesundheitlich und so. Ansonsten, liebe Hörer, wenn ihr gerade euch auch die Krankheit befallen habt, ja, Erkältung, sonst was, gute Besserung. Ansonsten geht ihr ins Kino. Bis nächste Woche. Vielen Dank, Kate. Vielen Dank, Chris. Bis dann. Tschüss. Ciao. Tschüss. Bis bald im Kinocast. Ui, was ist denn jetzt los? Rauscht das jetzt so stark hier? Entschuldigung. Chris, das ist auf deiner Linie. Das Entschuldigung. Ein starkes Rauschen reinkommen, könntest du bitte wieder runterdrehen? Das, was du eben hochgedreht hast. Besser? Nein. Nein. Eher schlimmer. Ich habe gar nichts gemacht, deswegen. Doch, du bist mit einmal sehr laut geworden und dein Rauschen hat sich hochgezogen. Ja, ganz laut. Hast du da irgendwie einen Boost eingeschaltet oder irgendwie den Schieberegler nach oben? Oder? Jetzt ist wieder gut. Ah. Aber jetzt hat er sich, glaube ich, total gemutet. Ja, kann er erstmal. Erzähl mal weiter, Erik. Ich war, glaube ich, fertig soweit, oder? Wenn ich mich da.